Schatz, die Wanne ist voll, die Wanne ist voll. Das sieht doch schon mal ganz nett aus, die Brücke hier, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Gucken wir uns später an. Was machst du eigentlich noch auf deinem Kanal? Machst du nur Minecraft oder? Weil du heißt ja Minecraft, ne? Down for Life. Ich mach Minecraft. Heute habe ich zum Beispiel so ein paar Glitches vorgestellt. Falls jemand das Wort nicht sagt, das sind halt so, ja, so Kleinigkeiten, die eigentlich ganz witzig sind. Sowas wie, boah, was habe ich denn heute vorgestellt? Hier, Klopapier, das leuchtet und so. Was? Geil! Ja, phosphorisierendes Klopapier und. Ist das nicht schlecht? Das ist richtig gut. Ich meine, wer kommt nicht nachts und läuft aus seinem Zimmer raus, will gerade aufs Klo gehen und. Das Klopapier nicht. Licht? Ja, findet das Klopapier. Ja, aber nicht. Überleg doch mal, du stehst mitten in der Nacht auf. Total verschlafen, wie man halt so ist, wenn man mitten in der Nacht aufsteht. Bin ich nie verschlafen. In Richtung Klo, will einen Neger abseilen und dann macht man das Licht an und dann kriegt man erstmal die volle Ladung Helligkeit ins Gesicht gedrückt und das kann schon Warum mal dazu führen. Darum hat man eben im Bett ein Handy liegen und dann drückt man einfach mal aufs Display, dann ist es hell genug. Warum hatte ich dieses Klopapier nicht damals im Ferienlager? Nein. Damals im Ferienlager. Aus dem Zelt, nach links in die Hocke und dann. Dann habe ich mir immer auf die Hose gemacht. Weil ich nichts gesehen habe. Kein Witz. Ja, und dann hättest du mit dem fluoreszierenden Klopapier hättest du dir deinen Weg geleuchtet, genau. Ja. Hättest du eine Klorolle in den Schritt gelegt, damit du so eine Taschenlampenfunktion hast beim Pinkeln. Ey, ich kann eher im Stehen pinkeln als in der Hocke, wie Frauen das machen. Ich pinkel mich immer an. Kein Witz. Also ich pinkel immer im Handstand. Dinge von denen ich alles wissen will. Im Handstand, im Bogen und manchmal. Und du wirst wissen, ihr Panda. Panda, die machen da wirklich einen Handstand und markieren ihr Revier so, dass sie dann so hoch wie möglich am Baum pissen. Ich wollte es mal gesagt haben. Freund, okay. der Hund von Freunden von mir, der pinkelt im Handstand. Sieht auch immer lustig aus. Der stellt sich vorne auf die beiden Vorderpfoten und pinkelt. Doch, es gibt einen Aufzug. Kann ich den haben oder kann ich mir so einen bauen oder könnt ihr mir helfen, so einen zu bauen? Per Railcraft, ich wollte so einen mal bauen, aber Also ich kann dir sagen, in meinem Singleplayer mache ich auch Ticket und ich habe 7 Folgen damit zugebracht, damit ich überhaupt die ersten Schienen habe. Deshalb sage ich ja viel Spaß beim Bauen. Ja, das okay. Das hat ein Seilzugsystem. So weit sind wir noch nicht, dass wir was machen können. Ich hab's verstanden. Ich wollte einfach nur nicht helfen bei meinem Projekt. Richtig. Aber, pass auf, jetzt hast du dich da reingeritten. Wenn wir dann mal irgendwann so weit sind, dass wir Raycraft haben und sowas, dann lade ich dich nochmal ein und dann kannst du deinen Aufzug bauen. Dann kann ich meinen Aufzug bauen, dann mache ich mir jetzt nur eine Leiter hin, okay? Okay. Auch wenn es optisch jetzt zu schön ist, ich es optisch eigentlich viel schöner hätte. Das habe ich ihn gleich mal festgelegt. Wenn das ja nicht funktionieren würde. So reicht an Holz, würde ich sagen. Bamsen. Aber okay. Ich mache so lieber bei anderen jetzt Videos mit, anstatt selber irgendwelche Videos zu machen. Ist das so? Ja, mittlerweile ist es nicht so. Also ich habe mittlerweile nur noch Lust, irgendwelche Videos zu machen, wenn ich gerade Bock drauf habe. Und meistens ist es ja so, wenn man sich so Projekte vornimmt, wie ihr jetzt hier zum Beispiel, anscheinend jeden Mittwoch, wie ich das mitbekommen habe. Yes, ja. Jeden Mittwoch. Genau, dann muss man halt jeden Mittwoch da mit dabei sein und ich mache halt Schule. Und seit anderthalb Jahren. Mache ich das jeden Mittwoch. Okay. Oh, krank. Das nenne ich mein Hobby. Ja. Das ist mein Hobby. Das nenne ich. Jeden Mittwoch um 20.30 Uhr sitze ich hier bis um 11 oder ein bisschen nach 11, je nachdem, wie lange wir machen. Okay. Oder wie spät wir erst anfangen können. Ja. Ja. So ist das. Aber mir macht Minecraft immer noch Spaß. Also ja. Mir macht es wieder Spaß seit Tacket. Ich hab ja mal aufgehört, ich war ja kurze Zeit mal aus der WG draußen, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr auf Minecraft hatte. Ich konnte es nicht mehr sehen. Aber ihr habt auch Tacket dann erst eingeführt, oder was? Naja, so, wie gesagt, seit 80 Folgen haben wir jetzt Tacket. Davor hatten wir erst was anderes. Genau, wir hatten, aber das war nicht so lange. Also selbst ohne mich waren es ja auch nur, war es ja auch nur ein oder zwei Aufnahmen bei euch, ne? Aber es war schön, es war einfach nur noch nicht fertig. Das war Terra Firma Craft hat man da gespielt. Terra Firma Craft, ja. Das habe ich auch mal mir angeguckt. Von den Anzen richtig geil. Ist richtig geil, aber es ist einfach noch nicht ausgereift genug. Du bist ziemlich schnell an der Grenze gekommen und das war irgendwie doof. Ja, du brauchst halt für alles ewig. Das ist erstmal das Ding. Und wenn, dann stellst du fest, okay, ich habe jetzt ewig dafür gebraucht, aber ich kann nicht mehr viel weitermachen. Das war es dann so. Aber die haben doch jetzt auch wieder recht viele neue Versionen rausgebracht. Ich weiß, diesen Stapel aus
Kohle, wo du da gemacht hast, damit du ja, das hat man damit aber du auch Kohle überhaupt herstellst. Ja, das ist klar, das hat man ja relativ am Anfang schon. Aber ich meine, ich hätte da ganz viele Neuerungen schon gesehen gehabt in den neuesten Versionen, die jetzt auch für die neuen Minecraft-Versionen rausgekommen sind. Vielleicht ja keine Ahnung. Ganz interessant. Ja, aber ich glaube, da muss auch sehr viel mehr Neuerungen, weil das hast du halt mit, wenn du mit 5 Mann spielst, so wie wir, dann hast du halt sehr schnell alles gemacht, ne? Ja, natürlich, das ist klar. Ja. Ruckzuck. Oh, da ist ein Loch, das darf Rucki nicht sein. Rucki Schucki, war's davon. Ich stille jetzt mal Kühe, ja, wir haben eh zu viele. Du stillst Kühe? Nee, ich töte die. Er stillt Kühe mit seinem großen Sack. Ja, mit meinem großen Sack. Nicht so drängeln, jeder kommt dran, ist genug da. Papa hat genug für euch alle. Oh Gott. Oh mein Gott. Da ist genug jetzt. Warum haben die Steine hier so unterschiedliche Farben? Das verstehe ich auch wieder nicht. Aber das scheint alles an der Minecraft-Version zu liegen. Es gibt unterschiedliche Steine. Ja, das kann auch sein. Was habe ich denn jetzt? Boah, Kühe, haltet doch das Maul, ey. Oh, ich stelle gerade fest, mir fehlen Möbius-Fuel. Sonst kann ich meinen Katalyst nicht mehr benutzen. Habe ich, willst du also haben? Also hier wäre dann der Aufzug, ja. Und der würde hier hoch auf diesen Berg führen. Gesetzt im Fall, würde soweit klappen. Ich könnte auch mal hier so ein bisschen den Weg zum Gasthaus. Also du musst dir Aufzug vorstellen, dass da anstatt du jetzt die Leiter hast, werden da Schienen hingebaut. Und dann fährt dann, kannst du damit so ein... mit so einem ganz normalen Minecraft-Karte hochfahren. Ah, okay. So funktioniert das. Die fahren dann weg hoch, die Minecraft-Mods. Mods, die... die Karte. Die Rails. Okay. Alles klar. Ich hab's verstanden. Atmen. Wirklich? Haben wir Schilf? Schilf, ja, müssten wir haben. Unten, warum haben wir sowas noch nicht angebaut überhaupt? Ich bin noch dabei, erstmal die Felder zu erweitern. Achso. Welche Kiste hast du gesagt, Rio? Ja, da, wo die Pflanzen drin sind halt. Da ist kein Schiff drin. Dann da hast du vielleicht Voice schon? Don't know. Nee, ich bin noch dabei zu erweitern. Da bin ich ja mal gespannt. Ja klar, genau, ich brauche ein Jetpack. Ein Jetpack, um ein... Nein, das ist nur ein Witz. Verarscht mich. Geil, das Crafting-Rezept für die Handsäge zeigt mir gerade an, ich brauche ein Jetpack dafür. Stimmt natürlich nicht, aber kombiniert wahrscheinlich gerade Inventar mit Dings. Gibt's ja. Doch nicht, ey. Anzeigemodus. Der Rotary Macerator spinnt schon wieder rum. Was ist das denn? Ja, weil's einfach... Oh, die Maschine ist voll laut, ich hasse die voll. Stellt sie ab, tötet sie. Ja, dieses Tieren ist richtig, richtig laut. Verbrennt es mit Feuer, ey! Da gibt's Schilf, yay! Bekämpft es Feuer! Das Ding ist, dass wir zu wenig Energie haben. Also wir müssen nochmal Generatoren bauen. Oh. Wenn ich die beiden mit die Kohlegeneratoren noch plötzlich reinschalte, dann funktioniert's ja. Ich weiß nicht, wofür wir gerade so viel Strom verbrauchen. Klemm nochmal die MFSU ab. Die hat wahrscheinlich genug Strom. Oh, die MFSU ist leer. Die hat 400. Ja? Ja, aber die MFSU wird noch nicht voll sein, die wird wahrscheinlich alles speichern. Ja, nee, ja, die oben ist einfach mal leer. Ja, weil die unten noch nicht voll ist, sag ich ja. What the? Okay, klemmen die mal beide ab, dann könnten wir auch wieder genug Strom haben. Was sind das überhaupt für Kabel, die du hier hast? High Voltage, blablabla, hast du nicht gesehen. Ich hab die unten jetzt abgeklemmt. Ja, du musst auch die oben abklemmen, sonst wird jetzt die obere voll. Ach, you don't say. Ja, jetzt oben ab, einfach abklemmen, wäre beides aus gewesen. Egal. Das mit dem Teleportieren hat ja nicht geklappt und es hat mir noch keiner geschrieben, wie es geht. Deswegen kann ich das jetzt nicht machen. Wir hüpfen da hinten rum. Ist das ein Creeper? Oh, ich muss mir erstmal ein bisschen Brickstones noch besorgen von euch. Aber dann kann es hier direkt gleich weitergehen. Die Zuschauer scheint es anscheinend nicht zu interessieren. Die sind schon ein bisschen wieder runtergefallen. Aber es ist halt immer unterschiedlich, was... Ja, ich hab mal gedacht, jetzt würde hier Magic Craft laufen. Das habt ihr vielleicht bei mir schon mal gesehen. Das ist so mein eigenes Modpack, das ich mir zusammengestellt habe. Also an denjenigen, der. Ich hab das schon mal gesehen bei dir. Ja, es dreht sich eigentlich hauptsächlich um Farmcraft rum. Deswegen habe ich da auch so viel im Farmcraft und dann schon hinter mich gebracht. Und deswegen ist es ein bisschen langweilig geworden. Ja. Aber ich bin da direkt.
zur Zeit noch dran, mit an dem Pack rumzuschrauben und rumzuarbeiten, dass das Ganze vielleicht dann nochmal für die Zukunft interessanter wird. Warum gucke ich nicht einfach auf den Boden, wenn ich eine bestimmte Steinsorte suche? Ah, habt ihr nicht in der Kiste, alles klar. Doch, ich hab was gefunden. In irgendeiner Kiste muss das sein, genau. Wo ist mein Kabel? Das wollte ich ja nicht machen, also ich habe jetzt hier... Boys, wo baust du denn das Feld hin? Da hinten, wo auch das Weizenfeld ist. Oh, mein Transmutation Table ist kaputt. Und wo holt sich diese Maschine eigentlich ihr Zeug? Was denn? Von oben, ist eine Sammelkiste. Da packen wir alles rein und ich habe dann da unten einen Filter, quasi eine Filteranlage eingebaut, dass die Sachen dann reingefiltert werden. Ja, es sortiert quasi selbstständig. Das ist der Wahnsinn, dieses Tag. Da muss man ja auch erstmal durchblicken, bis man da irgendwas. Ja, man kann sogar ein Atomkraftwerk bauen, also. Ja, ja, habe ich auch. Ich habe schon einiges hier mitbekommen. Bin auf jeden Fall gespannt, wo es euch noch hintreibt. Ich werde dann häufiger auch mal mit einschalten und mir angucken, was so außenrum alles passiert. Ja. Weil es ja doch sehr interessant ist, ich finde. Ja, wir machen aber nicht wirklich viel Spaß. Wir machen auch normale Sachen dabei, das ist halt immer. Ne, ich denke, heute in der auch ganzen Aufnahme, in den 7 Folgen, werde ich nicht viel Tag-In machen. Also, ich werde einfach nur mal Sachen machen, die die Fans gefordert haben, weil die wollten ja, dass ich zum Beispiel mal in meinem Darkroom die Tür, eine versteckte Tür einbaue und Licht einbaue. Das habe ich halt schon gemacht. Und jetzt werde ich in meinem 4. Stockwerk in meinen Tower so einen Alchemieraum reinbauen. Okay. Das wollten die halt. Und wenn die das wollen, dann mache ich das natürlich, ne? Ja, keine Frage. Kundenorientiert, also ja, ja. Hier zuschauerorientiert, ist natürlich klar, da muss man sich natürlich auch ein bisschen an die Zuschauer halten, wenn die da spezielle Wünsche haben. Ja. Ich habe gerade Kühe getötet, damit ich Leder habe für Bücher, ne? Logisch. Es gibt noch gar nicht. Nee, wir brauchen gar kein Leder dafür. Wir können die Bücher so machen. Wir sind noch bei 1, 2, 5. Bitte, aber dann hast du schon Leder, was du irgendwo hinpacken kannst, falls wir mal updaten müssen. Oil Fabricator, was macht denn ein Oil Fabricator? Der fabriziert Öl zu irgendwas anderem. Aber zu was? Wahrscheinlich. Strom zum Beispiel, oder? Nee, Strom weiß ich nicht. Und warum braucht man dafür einen TNT für? Der kann aus Öl Strom machen. Oder macht der Oil Fabricator zufällig dieses, wie heißt es denn, das Benzin? Das kann sein, ja. Physik, meine lieben Freunde. Kann man mit dem Benzin dann auch einen Generator antreiben? Ja, kann für Strom, man. Weil wir haben da hinten nämlich echt fette Ölquellen irgendwo gehabt. Ich weiß noch nicht mehr. Ja, habe ich gesehen, wenn man Richtung vom Lagerhalle durch deinen Turm durchfliegt. Ja, ich habe mir die alle eingezeichnet, wo ich schon weil direkt da, gesehen habe. Da habe ich mich vorhin, wir haben kein Holz. Habe ich vorhin gerade eben ein Schiff abgedatet, geholt mir so. Ne? Dann baue ich nämlich gleich mal, wenn ich hier das zumindest zum Teil fertig habe, schaue ich mal, dass ich eine Ölbohrinsel finde, weil das wurde nämlich sich von mir gewünscht, dass ich mich mal mit dem Öl auseinandersetze und eine Refinery baue oder so. Ah, cool. Ein bisschen Öl raffiniere. Raffiniert das raffiniert, Öl. Halt. Raffiniert, ja. raff. So raffiniert das Öl. Uriniertes Öl. Uriniertes? Was? Raffiniert. Wer hat das gesagt? Was? Was? Ornamentiertes Öl. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wer wollt was von mir? Von dir? Keine. Wieso, bist du Urin, oder? Ja. Wer bist du überhaupt? Was machst du auf unserem Server? Ja, geh! Ich habe die IP gefunden, die hat hier jemand ins Forum rein, ins Minecraft-Forum. Ich wollte ja nicht nur ein paar Häuser abreißen. Tut mir leid. Sie sind verraten worden. Verdammt. Ein paar Dirt-Düfte in die Gegend basteln. Ja, ja. Eindeutig, wir sind verraten worden. Das hat Mitchell schon mal gemacht. Das Gute ist ja, er kann nichts machen, ohne dass wir es sehen. Also, zwar mit ein paar Sekunden Verspätung, aber... Ja, ja. Ja, aber hat das bei euch schon mal jemand gemacht? Mitchell, ja. Ich finde es total faszinierend und toll, wenn ich auf einen Minecraft-Server draufkomme und da die Sachen mir angucken, die so entstanden sind, wenn man im Server auf dem Pub-Server meine ich jetzt, wenn man dort nichts, keine Admin und gar nichts, die aufpassen. Das sind immer die tollsten, die dir passieren. Also wir kilometerweite Landstriche mit Dirtstäben nach oben gebaut und so. Total hübsch. Und die Karte? Wir hatten der Mitchell, der hat, ich weiß nicht, ob du den Mitchell kennst. Nee, sagt mir jetzt gar nichts. Mitchell 88, der ist so ein Kumpel von SipstLP. Ist auch bei uns im Netzwerk, macht nichts.
Der war bei uns zu Gast und danach war er noch in der Whitelist gesetzt und ich habe ihn nicht rausgenommen, weil ich dachte mir sowieso, der ist eh damit drauf, weil ich hatte noch das Together mit ihm, auch auf dem Server. Ja, und der hat irgendwann mal Langeweile gehabt, hat dann rumgefahren und hat dann ein riesen Penisschild gebaut.